Uga Uga, Holzer Holzer. Und mit diesen Uga Uga, Holzer Holzer. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zurück hier in der Steinzeit bei eurer Runde Dawn of Man. Bei eurer Mutti Bemanne mit mir, euren Rob. Wir spielen wieder ein bisschen weiter in unserer wunderschönen Steinzeit. So, was brauchen wir denn alles? Wir haben genug Lederoutfits, wir haben genug Hautoutfits. Wir haben genug Häuser, das reicht immer für drei Leute. Ja, da haben wir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Also können noch ein paar Leute mehr kommen, ne? So, wir haben jetzt Getreide abgebaut. Wir können mal gucken, ob wir noch irgendwo Getreide finden, was wir noch schnell ernten können, weil wir haben ja noch Herbst. Und aus Getreide können wir halt, wie gesagt, mittlerweile Brot machen. Wickellinsen, ne, das geht noch nicht. Hier gibt es noch ein paar Tiere. Hier ist noch Getreide. Die wird gerade abgebaut. Die Kichererbsen kann ich nicht abbauen. Das wird abgebaut. Die Kichererbsen kann ich nicht. Der wird auch abgebaut. Ich war anscheinend schon fleißig. Ich habe anscheinend alles in meiner nächsten Nähe schon abbauen lassen. Hier haben wir nochmal Roggen. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit, ne? Denn ein Brot ist besser als kein Brot. So, dann würde ich sagen, zack, und weiter geht's. Ja, das ist schon ziemlich weit weg, der Roggen jetzt. Ist das jetzt zweifach? Ja, vierfach können wir, oder? Spielen wir zweifach? Aber wir spielen lieber zweifach. Das andere ist mir ein bisschen zu schnell. Wie sieht's denn wassertechnisch aus? Hier läuft's voran. Und beim Fisch könnten wir eigentlich hier ein bisschen größer machen. Geht es nicht? Anscheinend geht es nicht. Das muss ich rausschneiden. Keine Lagerplätze frei. Wir haben nichts mehr frei. Alle Häuser besetzt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein Lagerhaus bauen. Wo machen wir das denn mit hin? Das können wir halt nur in die beiden Richtungen drehen. Setzen wir das noch hier so mit dran. Getrocknete heute haben wir 5 Stück. Das könnte dafür reichen, wenn nicht. Hier hinten waren Tiere gerade, ne? Sind schon wieder weg, super. Wo sind die Bären, wenn man sie braucht? Jetzt noch ein kleiner Höhlenbär. Das wäre doch was. Kichererbsen, nee, die kann ich ja nicht. So, Flintstone, Feuerstein haben wir noch 15. Das passt soweit. Fisch 10 mal habe ich da einen. Hier, wir können ruhig mehr Fisch. 30 Fische ist okay. Na gut, 25 reicht auch. Weil dann wird hier noch geangelt, weil nur 10 mal Fisch ist ein bisschen wenig. So, hier wird gleich fleißig gebaut. Wir haben also nochmal alles da gehabt. Aber wir brauchen halt nochmal Leder, falls die Gebäude kaputt gehen und für den Winter halt. Das wäre optimal. So, wir können nochmal von jedem hier eins bauen. Zack, haben wir das. Und dann brauchen wir Tiere. Hier sind ja doch Wölfe. Die habe ich nicht gesehen, die waren zu klein. Hier haben wir einen Riesenhirsch. Meine Mammut wäre nicht schlecht, aber habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein Auerochse oder was? Jo, Auerochse. Gleich erkannt. Tja, keine Tiere. Ihr macht hier auch schön immer weiter fleißig Mehl. Und backt ja auch gleich. Was haben wir hier? Hier haben wir das. Hier haben wir noch 6-mal Getreide. Bitte mahlen. Mit dem Mörser. Hier, das können wir auch nochmal langsam abernten. Ein paar neue Stickies. Ich finde immer nicht diese ehemaligen Arbeitsgebiete. Das ist echt. Hier, das ist noch okay. Aber die im Wald oder so. Nach einer Pause sehe ich die nicht mehr. Hier hinten muss irgendwo eins sein. Ach da. Ja, das ist ja okay. Hier kann man sie durchschalten. Ich guck nochmal. Was haben wir hier? Tarn. Tannin. Hier haben wir Fisch. Hier haben wir Wildpflanzen. Wasser. Wildpflanzen. Fisch. Und das war's. Okay. Sollte soweit passen. Hier könnte ich nochmal Feuerstein einsammeln. Dann mache ich nochmal ein Gebiet für Feuerstein. Das reicht, wenn das einer bis zwei machen, ist okay. Was bringst du mir Schönes? Du bringst mir Mehl. Dann back mal Brot damit. Wieso backt ihr nicht gleich Brot?
Da sind noch die Feuerstellen da, dass ihr gleich daraus Brot backt. Oder seid ihr alle so beschäftigt? Anscheinend. Gut, ich habe ein paar Arbeitsaufträge jetzt offen, ne? Da sind sie anscheinend ordentlich mit beschäftigt. Aber wir müssen halt viel machen, denn wir brauchen Forschungspunkte. Also müssen wir... Oh, hier haben wir die Hirsche. Gehen wir mal auf Jagd. Am liebsten werden wir, wenn wir gleich alles bekommen. Das Männchen, das Weibchen und, naja, die beiden jungen Hirsche lasse ich mal noch. Junges Männchen, erwachsenes Weibchen. Warum ist der verletzt? Auch nicht von mir. Kommt ihr? Ja, die kommen. Alle bewaffnet, alle schwer bewaffnet. Ressource ist verfallen, Brot, jetzt schon. Auf einmal keinen Platz mehr, das liegt irgendwo draußen bestimmt, ne? Jetzt haben wir Platz, jetzt hält es wieder länger. Wie gesagt, die, ja doch, da können wir das gleich... Ah ne, okay, da schaltet das schon weg, oder? Ne, es geht noch. Hier, schnell, schlachtet ihn. Ja, geht okay, zu spät. Und der wird entkommen. Oder? Noch einmal draufhauen? Nee, das reicht nicht. Okay, warte mal, dann bräuchten wir noch mehr Leute. Hier haben wir noch was. Greift da mal gleich an. Wo ist der andere? Da, ist jetzt zu schnell. Er hat keine Ausdauer mehr, oder? Na doch, geht noch. Jetzt gehen schon in die andere Richtung, die Wölfe. Ach, diese Tiere, die machen mich hier verrückt. Da sind Wölfe. Okay, die holt ihr euch und fertig. Ja, wie gesagt, also die Ressourcen verfallen alle, aber in diesen Gebäuden gibt es einen Faktor. Hier ist der Faktor 1,5, also die halten 1,5 mal länger, als wenn sie hier draußen auf dem Boden liegen würden. Müsste dann hier beim Stroh auch theoretisch sein, steht aber nicht. Doch, steht hier auch da. Halten auch 1,5 länger. Ich denke mal, je besser die Gebäude wären, umso höher werden auch die Ressourcen halten. Ein Wolfangriff. Aber das müsste erledigt sein, genau. Bären, die verfallen eh schnell. Die halten sich nicht lange. Da ist zu viel Wasser drin, ne? Das sammelt dann die Bakterien an. Oder da ist das freie Wasser. Das lieben die Bakterien. Da gehen die gut ab. So, wir können wieder hochdrehen auf 4 mal. Holztechnisch haben wir noch genug da. Das ist hier Steinhaufen, aber uns gehen langsam die Feuersteine aus. Aber die sammeln hier schon schön, ne? Ja, hier wird schon gesammelt, ist ein bisschen weniger. Gibt es hier noch irgendwo Tiere? Nein. Doch hier. Ne, es ist Feuerstein. Und hier könnten wir jetzt die Steine noch wieder absammeln. Da brauchen wir keine Steine zu hacken. Geht nichts kaputt, einfach einsammeln. Finden immer mal wieder am Wasser, befinden sich dann Steine. Die spawnen auch wieder, habe ich das Gefühl. Und da sind wir auch schon wieder im Winter. Es fängt an zu schneien. Im Winter können wir aber nichts weiter abbauen. Also müssen wir jetzt mit den Ressourcen, die wir haben, mit denen müssen wir jetzt leben. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr heute. Wir haben genug Ruhe heute. Das passt also. Und wir machen nochmal dreimal dieses Leder. Dann müssen wir von jedem genug haben. Nahrungstechnisch kommen wir auch über Winter. Wir haben 22 mal Brot. Das kriegen wir nie alle mit den paar Leuten. Also eigentlich haben wir ein Überangebot an Nahrung. Aber wir brauchen ja Forschungspunkte. Also wir müssen ja jagen. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Viermal. Das heißt, wir sind jetzt zu 18. Das heißt, unsere Gebäude werden langsam wieder knapp. Wir brauchen wieder mehr Gebäude jetzt. Dann machen wir hier noch ein Gebäude mit hin. Oh, nee. So ist nicht schön. So ist schön. Machen wir noch eine neue Hütte. Wir haben genug Leder, das passt soweit. Wenn nicht, machen wir hier nochmal zwei. Hier nochmal eins und da nochmal eins und fertig. Und wir nehmen noch eine Hütte dazu. Hütten kann man nie genug haben.
Oder brauchen wir noch was Spirituelles? Wir können hier noch ein bisschen spirituell erweitern. Und setzen hier auch noch zwei solche mit dran. So. Und natürlich die andere Seite nochmal. Sehr schön. Zack, 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 zack. Und fertig. So. Jetzt läuft das hier langsam an. Würde ich meinen, was machst du Schönes? Na, ich krieg's hier nicht. Was ist denn hier los? Die Aradin, die sammelt jetzt die Feuersteine. Wir haben noch ein paar Feuersteine zum Holen. Noch 4 Stück. Du kannst da bestimmt ein paar tragen. Genau, die wird 3 tragen können. Dann gibt's Feuersteine wieder. Gucken wir mal auf unsere schöne Übersicht. Feuersteine, das ist Kupfererz. Eisenerz, Eisenerz. Hier drüben irgendwo Feuerstein, ne? Wie sieht es aus? So grau sieht Feuerstein aus. Okay, also das hier Feuerstein dann. Ja. Also hier können wir dann noch Feuerstein abbauen. Brauche ich jetzt nicht einsammeln. Und hier hinten. Ja, okay, da haben wir noch genug Feuerstein. Passt soweit. Gehen wir wieder raus aus der Uransicht. Und zoomen wir hier rein in unser schönes Dörfchen. Hier wird fleißig gewerkelt, hier gibt es Holz ohne Ende. Die Fische hängen und trocknen, das Fleisch hängt und trocknet. Die Häute werden getrocknet, einwandfrei. Und da ist doch schon die Hütte fertig. Wir haben 5 Punkte, das reicht aber für nichts. Nee. Und das nächste wäre auch dann Getreide-Domestizierung. Damit wir selber Getreide anbauen können. Und dann sind wir aber im neolithischen Zeitalter. Und da könnten dann schon die ersten Kämpfe entstehen. Aber Getreideanbau wäre schon echt klasse. Aber 15 Wissen. Da muss ich mal hier in meine Verwaltungsübersicht rein. Oh. Hier gibt es ja irgendwie die Meilensteine. Ne, das war das. Diese Werte. Irgendwo war das. Wo war das denn? Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wissensfortschritt. Hier war das, genau. Hier kann ich sehen, was ich noch brauche für neue Fortschrittspunkte. 5 errichtet, hier 2 von 5, 2 von 5 oder halt bei Ressourcen. 100 mal Fleisch, 100 mal Fisch, etliche Bären, zu viele Stöcker. Also muss ich noch ordentlich was bauen oder jagen. Jagen ist immer gut, gibt viel Wissen. Oder Leute töten, aber Räuber kommen erst, wie gesagt, im neolithischen Zeitalter. Und das sind wir noch nicht. Aber wir haben jetzt schon mal 100 mal Wasser. Wir haben Totenköpfe. Gleich nochmal 8 Punkte. Und es zieht ein Sturm auf. Oh oh. Und dann geht es wieder auf zweifach runter und hier auf normal runter. Wo sind die Blitze? Gucken wir hier von hier in unser Dörfchen rein. Wie es regnet. Auch so die Animation mit den Bäumen, die es jetzt bewegen. Echt gut gemacht. Der Regen ist so okay. Die Blitze könnte ich mir noch ein bisschen... Man sieht sie halt kaum. Ne, man sieht sie echt kaum. Schade eigentlich. Aber das Spiel ist noch nicht fertig. Was ist das hier? Ja, genau. Man kann ja mal hier bei Gewitter schön durch den See schwimmen als Händlerin. Keine Gefahr. Kann man machen. Passiert gar nichts. Natürlich nicht machen, ne? Weil Gewitter im See schwimmen. Wer kommt hier an? Noch ein Händler. Die eine Händlerin schwimmt und die andere Händlerin, die läuft Umwege. Okay. Ja, können sie ja machen. Das ist ja ihr Ding. So. Aber doch, mit der kann ich auch handeln. Die haben heute, die haben dies, die haben Getreide. Ein Schlitten kostet 150, mir zu teuer. Eigentlich habe ich nichts zu verkaufen. Ich könnte wieder Leder kaufen. Eine Haut, aber jetzt ist es wie immer 7. Hier steht 5. Wert 5? Wert 5. Jetzt steht hier 7. Dann will ich nichts haben. Nee. Das ist ja Betrug. Aber wir brauchen noch mehr Platz in der Siedlung. Das heißt, der Baum muss weg und der Baum muss weg. Den lasse ich, der gefällt mir hier. Könnte man theoretisch auch lassen, aber ach komm, weg damit. Die wollen ja schon weg, die lasse ich hier. Ich kann auch in die Richtung mich ein bisschen ausdehnen.
Hier ist auch noch Platz, aber erstmal speichern. Ist immer gut, speichern ist sehr wichtig. Wir können mal nach Werkzeug gucken. Sicheln haben wir noch genug, Hacken haben wir genug. Äxte haben wir genug, alles genug da. Also einfach gemütlich beim Bauen und beim Wuseln zugucken. Hier wird schön gebetet oder jetzt nicht mehr. Hier wird ordentlich gebetet, da geht's ab. Genau, glaubt an mich. So, was ist hier los? Hier kann man jetzt nicht mehr abbauen. Bauen die das jetzt immer wieder ab oder muss ich das immer wieder anklicken neu? Sehe ich ja dann erst im Herbst. Schauen wir mal. Stöcke haben wir genug. Feuerstein haben wir auch wieder etliches. Müsste auch langsam wieder alle sein hier hinten, meine Quelle. Die wird auch alle sein. Können wir ja durchklicken, schnell die ganzen Quellen. Zack, zack. Hier sind die Steine. Hier ist das Tannin. Wasser, Bären, Fisch, Bären, Stöcke, Fisch. Ja, wir haben alle, okay. Also sind da keine Feuersteine mehr zum Abbauen. Können wir jetzt hier ein Abbaugebiet machen für Feuersteine. Und es können ruhig mal zwei jetzt machen, weil der Weg ist weit. Und 30 brauchen wir, also 30 können wir ruhig auf Lager haben. Aber erstmal wird das ganze Holz transportiert. Und alles hinein, alles rein ins Lagerzelt. Das ist auch schon wieder vollgemüllt, das gibt's doch nicht. Wir können doch nicht alles so vollmüllen. Da kommen wir doch nicht weiter. Ja, komm, wir bauen noch eine Lagerstätte. Das sieht ja hier Lagerstätte nach Lagerstätte. Baue ich die... Die Bombe so. Zack. Oder können wir noch hier rundrum später dann noch Häuser bauen. Eins würde ich jetzt gleich noch setzen, wenn es passt. Das setze ich gleich noch so. Lederhammer, getrocknete Häute müssten wir eigentlich auch haben. Wo sind jetzt alle? Müssen wir nur Tiere töten. Wo haben wir denn Tiere? Da ist ein Esel, ne? Ein Riesenhirsch war das, okay. Gucken wir mal so. Da sehen wir die Tiere viel besser. In der Uhrenansicht. Das ist ja urig. So, da hinten, das ist viel zu weit weg. Alles ist viel zu weit. Ne, ihr seid nah genug. Ein Riesenhirsch. Wilder Esel. Ein Steinbock. Und hier noch ein Riesenhirsch. Okay, ich nehme mal hier euch. Alle. Uhrenansicht weg. Die gehen los. Die sprinten los. Ist ja Wahnsinn. Und hier holt man mal das. Ja, weiß der es schon oder was? Der weiß es anscheinend schon. Ah, nee, weil der Händler hier langläuft. Der Händler versaut mir gerade alles. Da holen wir uns den Steinbock. Aber nicht nur auf den einen knallen, ne? Ihr müsst alle am besten töten. Außer die Kleinen, die nicht. Das wäre zu kriminell. So, dann gucken wir mal hier zu beim Jagen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schon haben sie den ersten erwischt. Vielleicht gucken wir uns das doch noch an. Und auch beide erwischt. Da muss ich sagen, sehen wir uns damit in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.